Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo, immer noch vom 27. Juli 2020. Egal, das hätten wir auch geklärt, wann das Video aufgenommen wird. Und ich gebe euch hiermit den zweiten Teil Verschwörungstheorien, an die ich als Kind geglaubt habe, die mir aber keiner das Gegenteil beweisen kann oder die auf meinen Asperger zurückzuführen sind. Ja, also, eine weitere meiner Verschwörungstheorien ist, ich bin der festen Überzeugung, dass Haustiere, wenn man nicht hinguckt, wie Menschen leben. Also ich meine so, dass die sich dann arbeiten gehen und dass die dann da so kleine Städte haben und dass wir es gar nicht merken und die machen die Ställe auf und sind dann weg und leben voll das fette Leben und so. Also ich wette mit euch, mein Leo, wenn, dann hat er wahrscheinlich schon eine kleine Eigentumswohnung. Guck nicht so unschuldig, Mama ist fest davon überzeugt, dass es so ist, Leo. Wer macht, also die Unschuldsmiene von meinem Hasenkrat, die ist schon ein bisschen verdächtig. Ja, eine andere Theorie von mir ist, dass Wolken eigentlich in Wirklichkeit nicht aus Wassermolekülen bestehen, sondern dass das Wattebäusche sind. Daran habe ich ganz fest als kleines Kind geglaubt. Ich war mir so sicher, dass es Wattebäusche sind. Und ich habe immer den Traum gehabt, einmal über Wolken zu laufen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich Höhenangst habe und dann hat sich das erledigt gehabt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, was gab es noch? Ist ein bisschen schwierig, weil ich hatte als Kind so viele komische Verschwörungstheorien, wo bis heute, wo man jetzt inzwischen weiß, dass es nicht stimmt, weil es sind Wassermoleküle. Ich habe immer als Kind geglaubt, und das ist jetzt so ein... Okay, ich hoffe, mein Vater sieht dieses Video niemals, aber... Also, meine Theorie war, jetzt kommen ein paar ganz, ganz komische Verschwörungstheorien. Ich war der festen Überzeugung, dass mein Vater, während er arbeiten geht, nichts anderes macht als Videospiele spielen. Vor allem Fritzi Fisch, das war so das Spiel, das ich immer am allerliebsten gespielt habe. Und darum war ich der festen Überzeugung, Papa spielt den ganzen Tag nur Fritzi Fisch und dann kommt er nach Hause und sagt, ich habe so schwere Arbeit. Obwohl es auch so viel Spaß macht. Das war... Ja, daran habe ich ganz lang ganz fest geglaubt. Ja, dann eine meiner... Ja, wie sage ich das am besten? Das ist jetzt, ich überlege gerade, wie formuliert man das am besten, dass es nicht komisch kommt. Meine Theorie war, es gibt nur Gewitter, weil irgendwelche Väter da draußen verstecken wollen, dass sie gerade puppen. Das war so meine Theorie als kleines Mädchen, als ich so 4, 5 Jahre alt war, war ich der festen Überzeugung, der einzige Grund, warum es Gewitter gibt, ist, damit Väter sagen können, ich habe nicht gepuppt, das war eigentlich nur das Gewitter. Ja, das ist, da war ich der festen Überzeugung, das ist so, da hätte man auch sagen können, was man will. Ich hätte es immer, jetzt nicht anders geglaubt. Ja. Dann, als ich etwas älter war, ey, im Ernst, du raschelst so damn, Mami. Ja, siehst du damals wieder Entschuldigung? Da sind wir wieder bei dem. Es ist ein Kreislauf. Egal. Ja, dann meine, ich hatte auch die Theorie, Klopapier, dass wenn man rein theoretisch ist, irgendwer hat mal gesagt, wenn man alles Klopapier, das es im Moment in einem Lager gibt, nimmt, könnte man die Welt so und so viel mal umrunden. Meine Theorie war, der Grund, warum es Nacht wird, ist, weil irgendjemand loslegt und die ganze Welt mit Klopapier einrückt. Ja, Mann, ich war ein Kind. Da hat man manchmal so komische Dinge. Und das ist auch der Grund, warum es nachts immer so dunkel ist und warum man so selten Sterne sieht, weil wie soll man auch Sterne sehen, außer es ist gesterntes Klopapier. Oh Mann, es ist so, eigentlich ist es so peinlich, wenn man mal überlegt, was man als Kind so für komische Gedanken hatte. Ja, aber es ist, wenn man sich das mal überlegt, so mit im Alter, wenn man dann weiß, dass es nicht so ist. Also wenn es so wäre, wäre das total ekelhaft, weil dann würde ich mir nie wieder den Po mit Klopapier putzen, weil wer sagt mir dann, dass es nicht das Klopapier ist, das irgendwo über einer fetten Smogwolke war?
Das ist, nee, das ist, ich glaube nicht, das ist, obwohl, man weiß es wirklich nicht. Dann auch eine Überzeugung, an die ich bis heute glaube. Ich glaube, es gibt noch die griechischen Gottheiten und auch die von die nordischen. Ich glaube da ganz fest dran, dass wenn man irgendwo auf der Straße einen Typen mit einem Hammer sieht, dass es vielleicht Thor sein könnte. Entweder das oder es ist unser Nachbar, der eindeutig gerade schon wieder von der schon wieder Handwerker angerufen hat. Entweder das oder das. Eins von beiden. Das kann ich heute. Aber ich glaube wirklich noch. Also früher habe ich halt gedacht, dass die irgendwo noch hier bei uns in der Stadt rumlaufen, dass man die bestimmt irgendwann mal trifft. Aber so an sich glaube ich auch noch, dass es die gibt. Aber ich glaube jetzt nicht mehr, dass die irgendwo in der Stadt rumlaufen. Also. Obwohl, das kann man auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, dann eine andere Theorie, die ich gehabt habe, war, als ich klein war, gab es immer Bananen bei uns im Haushalt. Übrigens, wie findest du die Bananen? Die sind doch hübsch, ne? Sehr schöner. Ja, die sind toll. Ich hab mir heute Bananen kaufen lassen und die sind sehr schön. Ich habe dann ein kleines Bündel geholt und ich bin begeistert. Ja, aber als kleines Kind habe ich immer geglaubt, dass weil Bananen sind bei uns oft grün angekommen und dann sind sie über Nacht gelb geworden. Und jetzt sage ich euch, und ich kann euch jetzt endlich die Lösung dafür geben, was da passiert. Mein Vater ist nachts immer hingesessen, hat die Wachsmalstifte genommen und hat die Bananen gelb angemalt. Und dann nach ein paar Tagen, weil er dann irgendwie sauer war, hat er sie dann braun angemalt. Und deswegen verfärben sich Bananen. Nur deshalb. Ja, nur deswegen. Das war meine Überzeugung. Und jetzt eine kleine Geschichte, da muss ich euch kurz etwas erzählen über unsere Familie. Jetzt erfahrt ihr ein richtiges Familieninterne. Also, meine Großmutter, mütterlicherseits, die ich übrigens sehr lieb habe. Hi Oma. Ich weiß, dass du das Video nie zu Gesicht bekommst, weil du keinen Computer hast, aber ich wink mal. Also meine Oma ist eine Schwabin von Grund auf und sie ist sparsam. Und als ich ein kleines Mädchen war, gab es immer bei Oma Röhrchen. Und zwar schon die Plastikröhrchen. Und ich hätte immer schwören können als kleines Mädchen, dass meine Oma wahrscheinlich das Plastikröhrchen ein Ablaufdatum haben, weil die von meiner Oma haben immer ganz, ganz einen komischen Beigeschmack gehabt. So, und jetzt kann ich euch mit 27, oder ich hätte es euch auch schon mit 15 erzählen können, weil da wusste ich es auch schon, kann ich euch erzählen, was mit diesen Plastikröhrchen oder eben auch mit meiner Oma ihren Plastikbeutelchen, was da ist, warum die alle so einen komischen Beigeschmack haben. Und zwar ist es wie folgt: Meine liebe Großmutter wascht Plastikröhrchen aus. Das ist kein Witz, die geht da mit dem Spüli hin und wäscht es aus. Die Einwegröhrchen hat meine Oma immer noch mal benutzen wollen. Also, das ist ein Fakt. Und auch die Tüten, die spült sie auch noch mal aus. Und dann werden sie dir auch noch mal zurückgeschickt. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat meine Oma dieselben Tüten wie ich und warum steht da dieselbe Beschriftung drauf? Das Rätsel habe ich dann irgendwann mal gelöst bekommen, weil sie es dann erzählt hat. Meine Mutter und ich gesagt, oh, schmeiß es weg. Das geht gar nicht. Inzwischen gibt es jetzt, recyceln wir jetzt nicht mehr. Das ist eine sehr, 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 sehr große Besserung in unserem Leben. Jetzt haben wir Glasröhrchen, wo ich. Ja, genau. Das ist auch so eine Sache. Ich habe die Verschwörungstheorie, und das ist jetzt eine Theorie, die kommt aus dem Jahr 2020. Ich glaube, Glasröhrchen oder auch Papierröhrchen, egal welche, wenn es nicht Plastik ist, das Röhrchen, die irgendwann im Hals stecken bleiben. Da bricht irgendwann mal was ab oder es löst sich auf und dann bleibst du irgendwann im Hals stecken und dann erstickst du jämmerlich an einem Röhrchen. Und aber wenn das mir passiert, dann will ich das auf meinem Grabstein draufstehen, weil Greta Thunberg meinte, die Umwelt zu retten, bin ich gestorben. Das möchte ich, merkt ihr bitte. Und ihr da draußen, falls meine Mutter jemals ein Video oder einen Text hochlädt, mein Kind ist gestorben, erinnert sie daran, dass sie das auf jeden Fall auf meinem Grabstein stehen haben wollte. Ja,
Und jetzt kommen wir zu meiner allergrößten Verschwörungstheorie. Die habe ich gehabt von meinem 10. bis zu meinem 17. Lebensjahr. Nee, eigentlich sogar bis zu meinem 20. Ja, doch, es war sogar 20. Tatsache, krass, wie lange ich die hatte. Und diese Verschwörungstheorie, die ist jetzt inzwischen tatsächlich bewiesen, dass sie nicht wahr ist. Und zwar war das folgende Verschwörungstheorie. Also, als kleinen Anmerkung für mich zur Verteidigung: Ich bin gesichtsblind. Keine Überraschung, keine Surprise, kein großes Ding. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, das heißt, ich erkenne keine Gesichter. Und für mich sieht eigentlich jeder gleich aus oder ich erkenne eben gar nichts. Ja. Und dann war es wie folgt. Ich bin eines Morgens, bin ich ja aufgewacht, die Geschichte habe ich euch ja schon mal erzählt, und plötzlich war der Asperger da und ich konnte keine Gesichter mehr erkennen. Und ich hatte immer meinen Papa und meine Mama, die ich sehr lieb hatte. Und zwar beide. Mein Vater, der hat sehr viel gearbeitet, auch mitunter. Der war oft auch nachts über den ganzen Tag fast weg und ist nur nachts mal vorbeigeschneit. Wo dann meine Mutter wiederum im Bett lag schon. So. Und so hat sich bei mir, bei kleinen Elenchen, folgende Verschwörungstheorie eingepflanzt. Ich habe eigentlich nur einen Elternteil. Ich habe entweder eine Mom oder einen Dad, aber auf jeden Fall, einer von beiden verkleidet sich regelmäßig als der andere und dann behaupten sie wären zwei. Und dann zu Urlaubstagen wird ein Schauspieler engagiert, der so tut, als wäre mein Vater und meine Mutter. Theorie, die hat sich bei mir sehr lang gehalten, weil ich war halt gesichtsblind und zu Anfang dieser Zeit war auch meine Mutter so, wo ich sie nur so schemenhaft erkannt habe. Und dann war da dieser Klotz und dieses Schemenhafte und dann habe ich mir halt gedacht, ja, das ist der Beweis dafür, dass es eigentlich nur einen Elternteil gibt. Und ich habe diese Theorie, die habe ich wirklich immens lang hin und her rumgesponnen. Entweder meine Mutter ist eine Hexe und zaubert immer wieder irgendwie so einen Lehmgolem her, der aussieht wie der immer gleich aussieht und der mein Vater spielt. Oder es gibt nur einen. Und der, entschuldigt, bei uns in der Nachbarschaft haben die Leute einen Knall. Also nicht alle, aber gerade eben, Herr Böller, weil manche glauben, man muss ein Fest feiern, das ausfällt. Also ignoriert's. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich der festen Überzeugung war, es gibt nur einen. Es kann nicht sein, dass es zwei Elternteile gibt, wenn ich immer nur einen sehe. Ey, ernsthaft, das ist. Ignorieren, Ja. weitertreiben. Ja, auf jeden Fall, das war so das Ding, wo ich mir der festen Überzeugung war, das kann nicht sein. Und dann muss ich sagen, war es für mich natürlich auch einfach, wenn man gesichtsblind ist und dann eben immer bloß einen grauen Klops sieht und daneben noch einen grauen Klops, der dann größer wird oder eben kleiner wird, dann war es für mich tatsächlich die einfachste Lösung zu sagen, da kann es nur einen geben. Es gibt nur einen Rudi Völler und auch nur einen Elternteil. Das war meine Theorie. Und erst als ich 20 geworden bin und meinem Vater sein Gesicht dann erkannt habe und gesehen habe, da sind tatsächlich zwei Leute. Da war's. Ihr glaubt mir nicht, wie geschockt ich da und jetzt noch zu meiner allerletzten Theorie und die glaube ich bis heute. Ich glaube, sobald meine Mutter mit mir Körperkontakt hat, im Sinne von, dass wenn ich zum Beispiel, wenn sie meine Hand in der Hand hat, dass sie dann meine Gedanken lesen kann. Das war noch so eine Theorie, die ich. Und aus dieser Theorie heraus hat sich bei mir sogar ein richtig komischer Zwang entwickelt. Ich habe nämlich immer geglaubt, wenn ich den Kopf nachts frei halte, kann sie da meine Gedanken raussaugen, weil sie muss ja ein Alien sein. Weil wenn sie Papa auch ist, dann ist sie ein Alien, weil sonst das sich immer wieder Form wandelt. Darauf basierend habe ich bis heute den Tick, dass ich mir die Decke bis über die Ohren ziehen muss. Also ich brauche hier die Decke, damit und kein Körperkontakt, nicht im geringsten Körperkontakt darf herrschen nachts,
damit ich, also wenn ich mit meiner Mutter geschlafen habe, habe ich da immer diesen Zwang gehabt, da darf kein Körperkontakt herrschen. Weil wenn der Körperkontakt ist, dann liest sie meine Gedanken und am Ende mobst sie mir noch meine Träume. Und bis heute habe ich diesen Spleen mit der Decke, dass ich mir die immer bis über den Kopf ziehen muss. Weil ich habe nachts als Kind immer, bin ich auf der Hälfte von der Nacht, bin ich zu meinen Eltern rübergekrochen ins Bett. Und dann hat meine Mutter immer gefühlt meine Gedanken gelesen. Und dann hat sich dieser Spleen entwickelt und den habe ich bis heute. Es ist total übel. Da sieht man, was Verschwörungstheorien mit einem machen können, nicht wahr? Lernt daraus! Ja. Und ja, das sind so meine Top-Verschwörungstheorien, die ich als kleines Mädchen hatte, die ich aber zum Teil immer noch habe. Ich meine, die Alien-Theorie, die kann ich nicht mehr halten. Die ist einfach, die kann ich nicht mehr halten, aber wer weiß, vielleicht ist sie ja doch eine Hexe. Falls jemals die Hexenverbrennerzeit wieder losgeht, sagt mir, dann müssen wir mal gucken, meine Mutti, ob sie schwimmen kann. Das war ja damals so ein Zeichen, da hat man doch die Hexen ins Wasser geschubst. Und wenn sie geschwommen haben, waren es Hexen. Ja. Ich glaube dann nicht. Ja, nee, ist klar. Ich glaube dir dann trotzdem nicht. Ja. Das sind so meine Verschwörungstheorien, die ich als Kind hatte, die auf Grund von Asperger, kindlicher Naivität, wie auch immer man es nennen will, entstanden sind und die ich im Nachhinein jetzt oft Beweise habe, dass sie nicht wahr sind, aber eben auch einige, wo ich sagen kann, es gab keine Gegenbeweise. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer Knallsplin Verschwörungstheorie ist. Guck, den Knall ich gut umgesetzt, ne? Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.retro@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Nächsten Freitag. Das ist der Freitag. Warum sage ich nächste Woche? Ist nächsten Freitag. Wir sehen uns bis gleich. Weil den Trick auch noch schnell. Bis dann. Ciao.